Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es nochmal um Ängste und Bedenken bezüglich der Therapie, wie ich das im letzten Video, seht ihr oben in der Infocard, schon angekündigt habe und inwieweit diese Ängste und Bedenken berechtigt sein können oder auch nicht und was ihr tun könnt, damit ihr trotz Ängste und Bedenken für euch die richtige Entscheidung treffen könnt. Das erfahrt ihr in diesem Video. Wen es interessiert, bis gleich. Die Befürchtung, in der Therapie manipuliert oder gehirngewaschen zu werden, ist oft eng mit einer eingeschränkten dritten Kernressource verknüpft. Meine Videos in der Playlist zu den eingeschränkten Kernressourcen nach Larry Heller findet ihr oben in der Infocard verlinkt. Die dritte Kernressource beinhaltet die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und wenn die eingeschränkt ist, ist man darauf angewiesen, andere kontrollieren zu müssen oder man misstraut denen von vornherein und unterstellt anderen von vornherein wenig gute Absichten. Man projiziert meist unbewusst die eigenen Kindheitserfahrungen mit manipulativen, narzisstischen oder anderweitig das kindliche Vertrauen missbrauchenden Bezugspersonen im Erwachsenenleben auf alle anderen Menschen und selbstverständlich auch auf die Therapeutin, den Therapeuten. Das ist in der Therapie immer dann besonders tragisch, wenn jede gute therapeutische Intervention nicht angenommen werden kann, weil der Patient, die Patientin dem Therapeuten unlautere Absichten unterstellt. So zum Beispiel, die Intervention könne den Patienten schwächen oder ihn abhängig machen oder ihn Gehirn waschen oder ist darauf angelegt, ihm nur Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wenn dieses Misstrauen und diese Argwohn nicht angeschaut und erforscht werden kann und selbstverständlich auch verändert werden kann, dann kann die Therapie ja keinen positiven Effekt haben und als sich selbst erfüllende Prophezeiung scheitern. Und sollte nicht etwas ganz Eindeutiges, Gravierendes vorgefallen sein, so wie ich das beispielsweise im letzten Video geschildert habe, Video verlinke ich euch oben in der Infocard, wo eine Therapeutin eine junge Patientin genötigt hat, ein Antidepressivum zu nehmen, dann schaut euch zuerst für euch selbst eure eigenen Kindheitserfahrungen an und schaut, wo ihr eure eigenen Einschränkungen seht. Und dann macht auf dieser Basis den Realitätscheck. Halten eure Ängste und Befürchtungen der Realität stand. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet eure eigenen kindlichen Erfahrungen jetzt in der Therapie auf die Therapeutin projizieren, dann macht das in der Therapie zum Thema, damit ihr das zusammen mit eurer Therapeutin erforschen und zu euren Gunsten verändern könnt. Dann habt ihr die Gelegenheit genutzt, eine neue Erfahrung zu machen und neue innere Ressourcen für euch zu entwickeln. Ich finde schon, dass eine Therapeutin Vorschläge und Anregungen machen kann, die ihr prüfen könnt, die ihr innerlich in euch bewegen könnt, ob euch das stärkt oder auch nicht. Aber selbstverständlich darf eine Therapeutin eine Patientin, einen Patienten niemals nötigen, niemals zwingen, niemals erpressen oder sonst wie unter Druck setzen. Und dieses Unterdrucksetzen gilt auch für manipulative oder spekulative Interpretationen, die ein Therapeut tätigt zu einem konkreten Geschehen, das vermeintlich in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und ich habe das erlebt in einem meiner Ausbildungskurse ganz am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit. Und diesen Kurs habe ich nirgendwo aufgeführt und auch nirgendwo erwähnt, weil das einfach ein schlechter Kurs war und auch ein schlechtes Verfahren, mit dem ich niemals gearbeitet habe später. Da war es so, dass in diesem Kurs drei andere Teilnehmer, zum Teil Leute, die echt gut im Leben standen,
schwer traumatisiert wurden, weil dieser Therapeut und Ausbilder Bilder, die die Teilnehmer gezeichnet haben, auf eine Art und Weise interpretiert hat, die nicht zulässig ist. Er hat es in der Einzelsitzung, wir mussten da auch Einzelsitzungen nehmen, bei mir versucht und das war hanebüchen. Und nachdem ich ihm gesagt habe, das war auf keinen Fall so, wie er das interpretiert, dann hat er zu mir gesagt, aber Sie haben das doch so gezeichnet. Also das ist lächerlich, ja. Ich habe ihn da auflaufen lassen. Für mich war das klar, der Mann sieht es nicht richtig. Aber andere Leute haben wirklich daran geglaubt. Und einer der Teilnehmer ist echt rumgelaufen und hat geglaubt, er sei von sonst wem aus seiner Familie als Kind sexuell missbraucht worden. Und dem ging es richtig, richtig schlecht. Und so ging es noch zwei anderen Teilnehmerinnen, mit denen ich dann zufällig draufgekommen bin und das erfahren habe. Ich habe mich damals mit meinem Freund Jörg zusammengerottet in diesem Kurs. Und wir haben uns fast immer so ein bisschen darüber amüsiert, wie dieser Kursleiter versucht hat, uns zu manipulieren. Aber das kann man auch wirklich nur machen, wenn man da so eine Grundstabilität hat. Und wenn man da selbst unsicher ist und vermutet, da könnte was gewesen sein, jetzt egal, ob da was war oder nicht, dann ist man natürlich sehr viel eher geneigt, so eine Theorie, so eine Vermutung, so eine Spekulation anzunehmen und für wahr zu halten. Und daher solltet ihr immer schauen, ob ihr im therapeutischen Setting die Wahlfreiheit habt, ob ihr die Entscheidungsfreiheit habt. Das heißt nicht, dass man immer d'accord sein muss. Dann stehen eben zwei Ansichten nebeneinander. Aber wenn der Therapeut behauptet, etwas in der Vergangenheit sei genau so und so gewesen, dann geht es gar nicht, weil der Therapeut ist kein Hellseher. Er war nicht dabei. Er weiß das einfach nicht. Das sind immer Spekulationen. Und für unsere Arbeit ist es auch nicht wichtig, dass wir wissen, was genau mit wem passiert ist, um das heilen zu können. Also schaut drauf, ob ihr im therapeutischen Setting, in dem Kontakt mit eurem Therapeuten, eurer Therapeutin, immer die Entscheidungsfreiheit habt, immer die Hoheit darüber habt, etwas als stimmig zu erleben oder eben als nicht stimmig. Und es kann manchmal eine Gratwanderung sein, weil manchmal ist es so, dass Patienten an schädlichen inneren Einstellungen, an schädlichen Haltungen, Glaubenssätzen festhalten und damit ihr Leiden und ihr Unglück aufrechterhalten. Und wenn ich in einer Situation mit einem Patienten, Patientin bin, wo das stattfindet, dann gehe ich immer auf die Metaebene und spreche es von dort aus an. Und von dort aus hat der Patient, die Patientin wieder die Freiheit, das anzunehmen oder abzulehnen. Und dann stehen eben manchmal zwei Ansichten nebeneinander im Raum. Und auch das darf dann mal gut sein. Und ich habe das schon in einem meiner letzten Videos angedeutet, wenn ein Heilpraktiker für Psychotherapie 10er-Pakete anbietet oder Jahresverträge anbietet, da wäre ich skeptisch. Warum? Weil ich vertraue auf die Qualität der Arbeit. Ich bin der Meinung, wenn ein Therapeut, eine Therapeutin wirklich gut arbeitet, dann machen sich die Ergebnisse beim Patienten bemerkbar. Der Patient merkt es. Der wird ja gerne freiwillig kommen, weil er merkt, da mache ich Fortschritte. Es geht mir besser. Ich lerne was dazu. Das ist so, wie wenn ich freiwillig zum besten Bäcker der Stadt gehe, weil der das beste Brot backt. Ich bin der Ansicht, Patienten sollten gerne und freiwillig kommen. Und wenn sie merken, sie kommen nicht mehr gerne oder sie haben eine Abwehr oder einen Widerstand oder es stinkt ihnen oder so, dann ist es oft so, dass die Patienten da drauf gucken können und das selber erforschen, was ist denn eigentlich los? Was ist wirklich los? Ja? Und wenn sie das tun, dann kommen sie auch weiter, ja, auch mit dem Widerstand. Ich bin nicht für Knebelverträge, 5- oder 10-jährige Mietverträge, die jemanden die Entscheidungsfreiheit nehmen, die jemanden die Hände binden.
dafür bin ich nicht. Und obwohl das der eine oder die andere möglicherweise auch anders verstanden haben mag, ich bin nicht für Therapeuten-Hobbing. Und ich bin auch nicht dafür, dass Patienten unnötigerweise an Therapeuten gebunden werden, obwohl es gar nichts mehr bringt. Und daher ist es immer gut, sich selbst zu prüfen, ob man im Widerstand ist, ob man eine Abwehrhaltung hat und deswegen die Therapie bei dem Therapeuten nicht weiterführen will oder ob die Zeit zu Ende ist und einem dieser Therapeut, diese Therapeutin jetzt nicht mehr weiterhelfen kann. Das solltet ihr für euch klären, das könnt ihr mit euch nahestehenden, vertrauten Personen besprechen und das könnt ihr auch nochmal, wenn ihr wollt, mit dem Therapeut, mit der Therapeutin besprechen. Die Entscheidung letztlich liegt bei euch. Und solltet ihr mal eine falsche Entscheidung getroffen haben, so what? Sobald ihr das erkannt habt, habt ihr ja eine Erfahrung dazu gewonnen. Da habt ihr dann ja wieder etwas dazugelernt, sodass ihr beim nächsten Mal besser entscheiden könnt. Und was ihr so unterm Strich sehen könnt, ist, dass diese Ängste und diese Befürchtungen sowohl berechtigt als auch unberechtigt sein können. Und dass es in der Tat immer auf den Einzelfall, auf die einzelne konkrete Situation ankommt. Die gilt es zu prüfen, um dann die entsprechende Entscheidung zu fällen. Und zum Schluss noch ein Tipp, was ihr machen könnt, damit die Ängste nicht so viel Macht über euch haben. Macht euch ein Worst-Case-Szenario. Bin ja eine große Freundin von Worst-Case-Szenarien. Warum? Nicht, weil ich gerne Horrorfilme schaue, das bestimmt nicht, sondern weil ich finde, wenn man mit einem Worst-Case-Szenario umgehen kann, was kann dann noch groß passieren? Also macht euch euer persönliches Worst-Case-Szenario, vielleicht auch mehrere Worst-Case-Szenarien, je nachdem, und dann findet Lösungen. Nehmt euch alle Zeit und Raum, den ihr braucht, um die Lösungen zu finden, von denen ihr sagt, das möchte ich dann können, so möchte ich auf die Situation reagieren können. Und wenn euch selbst nichts einfällt, dann überlegt, wer könnte mit so einer Situation gut umgehen? Wie würde das jemand machen, den ich kenne und dafür gut geeignet halte? Und wenn euch auch dazu nichts einfällt, dann recherchiert, fragt Freunde und Bekannte, tretet Gruppen bei, fragt dort nach. Macht es so lange, bis ihr guten Umgang mit diesem Worst-Case-Szenario gefunden habt. Ihr könnt dazu auch mein Video Nummer 45 nutzen, wie du Negatives in Positives verwandelst, verlinke ich euch oben in der Infocard und übt das trainiert einen guten Umgang mit einem Worst-Case-Szenario. Das kann euch einen Teil eurer Angst nehmen. Trauma hat immer auch mit verlorener Handlungsfähigkeit zu tun. Und wenn ihr im Vorfeld in der Vorstellung Handlungsmöglichkeiten sucht, Handlungsmöglichkeiten einübt, dann nimmt euch das etwas von der traumatischen Last. Zumindest insoweit, dass die Angst nicht euer Handeln bestimmt, sondern dass ihr mit der Angst, trotz Angst, in einem gewissen Rahmen noch handlungsfähig seid. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Die Angst, vom Therapeuten manipuliert oder gehirngewaschen zu werden, könnte mit einer eingeschränkten dritten Kernressource zu tun haben. Prüfe dich daraufhin und behalte das im Hinterkopf. Um dich zu stärken, mach ein oder mehrere Worst-Case-Szenarien und finde gute Lösungen dazu. Das kann dir mehr Sicherheit geben und kann dir helfen, dass dich deine Ängste nicht beherrschen. Unabhängig davon, sei wach und aufmerksam und wenn sich herausstellt, dass dein Therapeut oder deine Therapeutin etwas tut, was gegen die therapeutische Ethik verstößt, dann beende die Zusammenarbeit mit gutem Gewissen. Und wenn du das beherzigst, dann hast du sehr gute Chancen, dich trotz und mit deiner Ängste und Bedenken weiterzuentwickeln und dich über deine Ängste hinaus zu entwickeln, damit du dem Leben furchtlos und abenteuerlustig entgegentreten kannst.
So, meine Lieben, das war's für heute wieder mal von mir. Ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen und ihr profitiert vom Zuhören. Schreibt mir dazu gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und denkt immer dran, Mission Possible, Heilung ist möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Marion Weber.